Lol. Hello, a newcomer? How wonderful. Welcome, welcome, welcome. If you want help, just ask me. Yes, yes, yes. There are people looking at the tube in the room upstairs. You know, up, up, up. If you help me find my teddy bear, I can show you the way. Ja, du hast dein Teddybär schon. Also, zeig mir nur ruhig. Diese Typen sind richtig seltsam. Okay, dann gehen wir einfach mal hier kurz gucken, was wir denn hier haben. Eine Shotgun. Und mehr SMG-Mun. Das ist gut. Wenn ich an sie rankomme. Ist ein bisschen. Kumpeldauer. SMG Money. Perfekto. Ich geh jetzt einfach hier rüber. Kann ich das öffnen? Nice. Und noch mehr SMG Money. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob das jetzt. Das ist jetzt, glaube ich, nämlich nicht die Munition für meine Uzi. Doch, ist es. Hier kann ich nicht reingehen. Einfach zugemacht. Lol. What the fuck? Würden die nicht alle so in Gruppen rumlaufen, ne? Dann würde ich ja einfach mal einen so zack eliminieren, aber wenn die alle mehr. Ist das jetzt eine Uzi? Oh ja. Keine Ahnung, ob ich noch eine Uzi brauche, ich ja nicht wirklich. Egal. Besser eine als. Besser noch eine als noch keine. Nachher geht halt mal die eine leer oder so. Die 30, die kann man da ja nicht rausnehmen. So, schnell aber wegpacken. Oh ja. Super. Was haben wir hier von Raum? Oh. Eine Pistole mit Muni. Das ist sehr gut. Jetzt schön die hier wegpacken. Und noch mehr suchen. Okay, das ist wieder so eine Wand. Ich finde, dass wir die einfach die Wände da hingestellt haben. die einfach da langlaufen, hinhocken, lang weiterlaufen. Lol, okay, hier war ich schon. Das ist wie ein Labyrinth. Das heißt, nachdem ich hier war, kann ich ja da lang gehen. Wo bin ich denn jetzt? Die ist verschlossen, okay. Was ist hier drin? Nix. Achso, die war verschlossen, ja. Da war dann die Wand. Okay. Dann muss ich nur noch wieder zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen oder so. So, dann kann ich hier runter gehen. So, okay. Ich nehme jetzt noch schnell den Teddybär.
dann dem Typen hinterher. Und dem Teddybär. Okay. Dann möchte ich nachher ein Schild und Spook. Habe ich da noch eine? Na. Ich habe nur noch Teddybären. Und eine Ente. Ja, stimmt. Eine hatte ich ja schon abgegeben. Ich habe so viele Teddybären. Und wenn man überlegt, wie groß die waren. Boah, sich zu verkleiden, das war eins der besten Ideen ever. Shotgun mit Munition. So. Okay. Das ist der Teddybär. Okay, die Tür ist versperrt. Die haben Zeug, was sie wollen. Show a map where antidote is, maybe grow hair. Okay. Dann folgen wir dem einfach. Vielleicht finde ich, dass man mit diesen Verrückten mehr besser sprechen kann als mit anderen Leuten hier. Ich würde den ja am liebsten auch abschlachten, aber. Blöde ist nur der, wenn ich jetzt schießen würde, würden die das hören und würden. Oh fuck. Ich bin hier gerade runtergefallen und gestorben. Wo geht's hier lang? Okay. Ja toll, das ist Verschluss. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht vom Haus nochmal runterfall. Das wäre ja richtig dämlich von mir. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach den ganz normalen Weg zurückgehen kann. Also ich habe Waffen auf jeden Fall. Und hier war der Eingang. Mensch, da kommen jetzt immer mehr Leute, ne? Gehen wir einfach mal jetzt, damit. Ich gehe jetzt einfach durch diese Tür. Man müsste. Hallo, die kann ich nicht öffnen. What the fuck? Wie viele Leute hier einfach mal sind? Okay. Da
Das verschlossen. Ja, okay. Hä, aber ich habe kein Schild und Spuck und wie soll ich das dann denen geben? Lots of antidote to everybody. Bald man like antidote. I'll show a map where antidote is. Maybe grow hair. Okay. Ich glaube, er meinte, dass jetzt allein weiter suchen muss. Oder? Also hier war ich ja schon. Wo sind die alle? Ich werde hier noch irre. Ja, hier war ich schon. Keine Ahnung, ich meine im zweiten Flur, da gibt es ja wohl ein paar mehr Möglichkeiten. Da gibt es einmal den TV-Raum. Und Roof Access. Ich könnte zum Office gleich mal gehen. Wenn ich da überhaupt reinkomme, weil manche Türen sind ja verschlossen. Also erster Flur, ich gehe jetzt diesen Gang da lang. Gehe dann jetzt hier so. Und dann da lang in den Kreis, wo dann hier ist irgendwo lang geht, ne? Ich gehe einfach jetzt mal da lang. Erstes, dann hier mit dem Aufzug in der Station nach oben. Bin ich endlich im zweiten Flur. So. Und sobald ich hier rauskomme, ist da ein Office. Ne, Moment, hä? Ist das ein Office? Ne. Das ist dieser Risiko-P-Saal. Okay. Hier war der Doktor. Dann ist das hier das zweite Office? Ja, das müsste das zweite Office sein, aber es ist verschlossen. So, okay, wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist ja hier. Moment. Stimmt doch, ne? Ja, der TV-Raum. Hä? Okay, da kommt man nur rein, wenn man da hinten. Und da war es ja verschlossen. Oder ich versuch's von oben. Mensch, und vor allen Dingen, was ist jetzt hier die... Kann ich mir nochmal angucken, was mein Ziel war? Irgendwie?
Okay. Das hier kann ich immer noch nicht lang gehen, ist immer noch verschlossen. Okay. Wo geht's weiter? Das ist so riesen. Ich raste hier noch gleich aus. Das ist. Weil da hier stehen jetzt immer Wachen vor. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Muss ich hier irgendwas ins Wasser tun oder. Dann gibt es so 100 verschlossene Räume, in die ich nicht rein kann. Mensch, was ist hier los? Und vor allen Dingen raus kann ich ja nicht, weil ich ja komplett anders gekleidet bin. Ja, toll. Soll ich es hier versuchen? Wie geht's hier noch raus? Am besten wäre, sich als Dings zu verkleiden. Als so ein. Nein, der war gerade ganz alleine oben. Ich weiß nicht, wie viele Trupps hier schon langlaufen. Weil da ist noch eins. Ich gehe einfach mal nach ganz oben. Nochmal. Wir sind ja auch fast irre. Könnten ja hier auch so Gehirntransplantationen bekommen haben. Also ich habe noch Teddybären und eine Rubber Duck. Ich versuche die einfach jetzt gleich mal, ich gehe jetzt hier rein und versuche die nochmal an ein paar Verrückte zu verschenken. Der hat schon was, der hat eigentlich nix. Also die sind eigentlich nur in der zweiten Etage, manche. Wo habe ich denn noch welche gesehen? Hey. Rubber, rubber, rubber. My God, my brain loves rubber. On TV late at night, my brain and me look at rubber movies. Very funny, rubber. If you want to see rubber movie, I'll show on your map where TV room is. Ja, genau, der TV room. Wenn ich es schaffen würde, diesen Scheißkopf zu töten. Also, dass die anderen es nicht mitbekommen. Okay. Also, da ist dieser Schlüssel, aber da kommen wir halt jetzt nicht rein. Hä? Ach, da läuft er wieder weg. Hm.
Hier wird man ja noch selber voll verrückt. Von denen habe ich keine Ahnung, und zwar... Was soll ich hier tun? Ich könnte jetzt hier Amok machen und alle umschießen. Was kann unmöglich von mir gewollt sein? Okay, die haben ihr Spielzeug. Der hat auch ein Spielzeug. Keine Ahnung. Obwohl, wenn der mit dem Buch zeigt mir, wo Waffen ist, der zeigt mir, wo der Filmraum ist. Oder weiß, kann ich nur nicht in den Filmraum reingehen. Was zeigt mir denn der Typ? Nochmal, den ich dem Teddybär gegeben habe. Hallo? A newcomer? How wonderful. Welcome, welcome, welcome. If you want help, just ask me. Yes, yes, yes. There are people looking at the tube in the room upstairs. You know, up, up, up. If you help me find my teddy bear, I can show you the way. Ja, yeah, okay. Moment, Moment, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt im dritten Stock, ne? Weil ich versuche es einfach mal. Und zwar hier lang. Oder hier lang. Hier lang. Dann hier durch die zwei Türen. Jetzt kommt dann hier die Kurve. Moment, Moment. Ich muss hier. Hier geht's aber nicht runter. Ja, muss ich hier irgendwo runter wieder. Vor allen Dingen mit denen kann ich auch nicht reden. Hä? What? Der ist gerade irgendwo weg. Wenn das wirklich alle sind. Nice. Nein! Was? Das war nicht der Raum, in den ich musste. Aber da kann ich doch in den TV-Raum gleich reingehen. Und zwar da. Scheiße. Ich dachte, jetzt kann ich dann da hochgehen. Okay.
What the fuck? Ist jetzt hier etwa für immer fest oder wie? Kein Verrückten mehr, den ich einen Teddy begeben kann. Also, ein Teddybär könnte der mich hören und der hat einen Teddybär. Mal sehen, ob der die Tür dann öffnet. Okay. Den haben wir jetzt von der Gruppe getrennt. Nee, doch nicht. Hier müssten doch sicherlich gerade diese Patrouillen sein, oder? Okay. Ich mache jetzt einfach mal YOLO. Einmal hier so ein paar Teddybären verstreuen, um dass es ihnen nicht gleich so auffällt. So. Wenn doch, hätte sie sicherlich reingestimmt kommen. Das müssten die ja jetzt gehört haben. Landen. Ist okay. What? Scheiße, ich bin tot. Okay,
wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst es nicht zu liken. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie verdammt ich dieses Level hinkriege, denn ich habe keinerlei Ahnung. Und dann freut euch auf die nächste Folge Let's Play Hitman. Bis dann, ciao.